Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es einen kleinen DM-Haul. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Was gibt es im DM bzw. online im DM zu shoppen? Ich habe heute gesehen auf der Homepage, dass es eine Expresslieferung gibt. Gehen wir los mit Duschcreme oder Duschgele. Du, Duschgele, die sind neu und limitiert. Und zwar habe ich hier von Balea Verwöhndusche Caribbean Feelings. Der Duft ist wunderschön. Wunderschön. Es riecht nach Kokos, nach Urlaub. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, wenn ihr dieses hier kennt, das riecht so ähnlich. Oder? Riecht es so ähnlich? Nee, das riecht ein Ticken besser. Das riecht mehr so nach Sonnencreme. Und das hier riecht wirklich nach ganz tollen Kokos mit Urlaubsfeeling. So, und das habe ich ja schon in der Kamera gehalten. Das ist nämlich das Balea Duschgel After Sun. Das kaufe ich immer wenn ich im DM reingehe, landet es in mein Einkaufskörbchen und ja, auch online. Und zwar ist das wie gesagt, ein ganz, ganz toller Duft. Ah, ich liebe diesen Duft, Leute. Wenn ihr die Möglichkeit habt, daran zu schnuppern, schnuppert dran, der ist toll. Dann habe ich hier eine Verwöhndusche auch von Balea und zwar Bella Ciao. Auch eine LE mit dem Duft von Pink Pomelo. Riecht auch sehr, sehr schön. Säuerlich fruchtig. Also doch auch süßlich, ja, aber säuerlich, fruchtig, süßlich. Riecht auch sehr, sehr schön. Auch eine LE und eine weitere LE Pacific Vibes. Das ist auch ein ganz, ganz schöner Duft mit dem Duft von Frangipani. Ich glaube, ich hole mir da ein Backup von. Also, das sind die neuen Limited Edition, die es jetzt online oder im DM-Markt zu kaufen gibt. Genau mein Im Duftschema. Und Ausverkauf war Balea Schönheitsgeheimnisse, Feuchtigkeitsspende, Spülung, Kokoswasser. Ja, für trockenes Haar, Feuchtigkeit und Glanz ohne Silikone. Und ja, ich glaube, es war im Ausverkauf, bin mir jetzt aber auch gar nicht sicher. Aber ich mag den Duft total gerne. Was im Ausverkauf war oder auf jeden Fall ist dieses Shampoo hier. Das ist ein Winter Protect Shampoo. Passt nicht zu dieser Jahreszeit jetzt. Gerade aktuell haben wir Temperaturen von 20 Grad, aber trotzdem ist es halt ein Schnapperchen, ne? Dann decke ich mich halt ein mit fürs nächste Jahr. Wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Der Duft ist auch ganz okay, also ist nicht zu süßlich, also ist nicht sehr stark. Es riecht eher neutral nach Shampoo. Aber wie gesagt, es war im Ausverkauf. Das war ständig ausverkauft irgendwie, aber jetzt habe ich es bekommen. Da gibt es schon unzählige Reviews über diese Palette von Essence. Witchside mit diesem ganz tollen Hologramm. Es sind ganz, ganz tolle Farben drin. Schaut euch einfach die anderen Reviews an. Die Farben haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, es sind viele matte Töne dabei, aber auch schimmernde. Und ich bin froh, dass ich die jetzt mal bekommen habe. Und die gibt es auch noch. Also die gibt es wieder. Neu im Essence-Sortiment ist diese Reihe. Essence My Skin Perfector Loose Fixing Powder. Das ist halt ein loses Puder, welches durch diese Löcher rauskommt, ne? Und man kann dann mit dem Pinsel oder mit dem Beauty Blender reingehen, reindippen und das Ganze aufs Gesicht auftragen. Ich bin gespannt. Instant Blur-Effekt. Ich habe die Farbe 10 Light und es ist vegan und hilft dabei, Hautunregelmäßigkeiten zu kaschieren und hinterlässt die Haut ebenmäßig und mattiert. Und dazu habe ich dann noch diesen hier und auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt. Tinted Primer, auch in der Farbe Light Beige.
Ich bin wirklich gespannt, ob es ist zwar ein Primer, aber vielleicht kann man es auch einfach so auf die Schnelle aufgetragen anwenden und man bekommt dadurch trotzdem ein schönes weichgezeichnetes Finish. Eine Neuheit von Judith Williams, habe eigentlich alle Make-ups außer diesen Stick. Die hat auch noch einen Make-up-Stick. Make-up-Stick? Foundation-Stick, genau. Den habe ich nicht, aber den hier habe ich mir jetzt gegönnt. Und zwar ist das Long Lasting Foundation mittlere Deckkraft, natürlicher Effekt, Lichtschutzfaktor 15 ist mit drin. Die legt sich wie ein Schutzfilter über die Haut und ja, die ersten Zeichen der vorzeitigen Hautalterung werden liebevoll verborgen. Ja, ich bin gespannt. Da wird es garantiert auch eine Review geben. Das ist hier mit also einer Pipette hier oben. Das andere war einmal ein Tiegelchen und fand ich jetzt nicht so hygienisch, aber ein weiteres, was ich, da ist es, ist halt mit diesem Pumpspender hier oben und das ist halt eine Flüssigfoundation mit einer Pipette. Was ich sehe gerade, ich bin ziemlich, ich leuchte. Ich habe nämlich einen Illuminating Effect Fluid von Lavera ausprobiert und jetzt in diesem Licht hier, in diesem Spotlicht, sehe ich schon, wie der mein Gesicht zum Strahlen bringt. Er hat lichtreflektierende Pigmente und bei Tageslicht sieht man das so gar nicht, aber jetzt in dem Licht, jo, da fängt man an zu leuchten. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das richtig, richtig schön. Jo. Genau, nur so zur Info. Weil wir nämlich jetzt rübergehen zum Highlighter, den ich mir geholt habe und den ich richtig toll. Der mich gecatcht hat einfach. Allein die Verpackung ist sehr, sehr schön, muss man sagen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, stabile Verpackung. Und hier haben wir, also ja, also die qualitativ höherwertige Verpackung, finde ich. Aber diese drei Farben haben mich begeistert, weil ja, du hast quasi für jede Gelegenheit einen Highlighter. Und die sind butterweich, finde ich. Und die haben oder hinterlassen einen ganz, ganz tollen Glow. Wo ist denn der hier? Ja gut, welcher war das jetzt? Das war der. Weiß ich jetzt gar nicht, warte mal. So, der hier war das. Das, ne. Ach so, der ist etwas dunkler, deswegen sieht man den jetzt nicht hier so dolle. Summer Glow nennt er sich nämlich. Wir haben hier einmal, war das Summer Glow? Ja, hier ist einmal Summer Glow. Ich gehe nochmal rein. Ja, das ist halt ein dunklerer, der hier, ne? Summer Glow, dann haben wir hier Major Glow und Ja, hier Candlelight steht Glow. nochmal, der rosafarbene Candlelight Glow verleiht deinem Alltagslook eine natürliche Ausstrahlung. Der Summer Glow für einen Hauch von Sonne und warme Highlights. Und der Major Glow Metallic Finish für besondere Anlässe. Also, Alltag ist dieser hier, Candlelight Glow. Das ist für besondere Anlässe, weil der auch ein bisschen heller ist. Oder ja, und der hier ist Summer Glow. Das heißt, wenn man sein Gesicht so ein bisschen einen sonnengeküssten Ton verleihen möchte. So. Das war es auch schon. Also ich habe nicht viel bestellt. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bleibt mir alle gesund. Bis dann. Tschüss.